Wir haben es geschafft, Kokari zu verlassen und gehen jetzt zu dem Tsamadu Beach. Und wir sind jetzt auf einem Berg und schaut euch das mal an. Hier gibt es eine Treppe nach unten. Und dann, da unten, ist der Tsamadu Beach. Und da gehen wir jetzt hier nicht. Wenn ich unten angekommen bin, oh Gott, das sieht so schön aus. Leute, oh, ich bin schon wieder mega begeistert. Oh, ich sehe, was ihr nicht seht. Und das ist türkis. Grün, wow. Oh Gott. Okay, ich drehe mich kurz um für euch. Tada. Kann man das sehen, da hinten? Okay, ich gehe runter und wir sehen uns gleich. Das Leben ist schön und meint es immer, immer, immer gut mit dir, Lieben. Wir sind jetzt unten angekommen in Tsamadu Beach. Und ich bin schon mit meinen Füßen im Wasser. Oh, wie erfrischend, Leute. Das ist ein Traum hier, ein Paradies. Das Wasser ist Kieselsteine, ungefähr so groß, also schon große Steine. Also nichts für kleine Babys, zum Laufen nicht. Aber wenn ihr diese Schuhe anhabt, dann ist alles okay. Auf jeden Fall die Strandschuhe anziehen. Wow! Ist das schön oder ist das schön? Wunderschön! Ja, wir gehen jetzt ins Wasser. Also, das Wasser ist wunderschön. Die Liegen sind hier umsonst, die kosten nichts. Man sollte aber was zu trinken bestellen. Das ist so die Bedingung hier. Und das finde ich okay, wenn man den ganzen Tag auf der Liege liegt. Und die haben so coole Schirme mit so einem Knopf. Dann drückt man da drauf und dann kommt der Kellner. Lustig, oder? So, meine Lieben, jetzt gehe ich dann ins Wasser. Ihr Lieben, der Tag ist zu Ende in Tsabu oder so, Tsabu Beach, in Griechenland auf Samos. Es ist wunderschön hier. Wie ihr sehen könnt, ein Traum vom Meer, vom türkisblauen Wasser. Es ist himmelblau-grün, also wunderschön. So sieht das hier aus, ihr Lieben. Wir haben gebadet, wir haben uns gesonnt, wir haben was gegessen, was getrunken. Also, ab heute ist das mein Lieblingsstrand. Jeden Tag habe ich einen neuen Lieblingsstrand, weil es so schön ist. Aber ich denke, das ist wirklich, wirklich ein sehr schöner Strand. Was ich sagen wollte, da geht es auch relativ schnell tief rein. Also, für Schwimmer gedacht, dieser Strand, ja? Genau, und unbedingt Badeschuhe mitbringen, aber sonst die Steine, die kleinen Fische im Wasser, wunderschön. Es hat sich so sehr gelohnt und ich würde sagen, komm, morgen kommen wir nochmal her. Aber wir haben ja noch ein paar andere Strände zu gucken, anzuschauen, also mal sehen. Jetzt fahren wir nach Hause, Abendbrot essen, aber wie ihr seht, ach, ist das schön. Da hinten übrigens ist der FKK-Strand, da liegen sie alle nackig. Wer FKK mag, ist da sehr gut aufgehoben.